Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANCE-TV natürlich mal wieder. Und unser ist gestorben, trifft in der 16. Runde der österreichischen Bundesliga. Also, wir sind schon auf der Zielgerade hier vor der Winterpause. Auswärts auf die WSG Tirol, also gegen Wattens geht's eben in Runde 16. Und ja, die erste Nachricht ist mal recht positiv. Tirol ist keine Heimmacht. Von 7 Heimpartien wurden 5 verloren. Nur die Wiener Austria ging größtenteils da leer aus, schon mehrfach, wenn man den Cup damit zählt. Wir brauchen uns aber nicht ausreden, denn ja, Austria kennen wir schon wieder. Aber ist egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall sind unsere Blackies hoffentlich natürlich top motiviert. Das 1-1 gegen Rapid zuletzt, das war in Ordnung, würde ich mal sagen, von der Leistung. Man hat zuletzt auch bei der Pressekonferenz schon ein bisschen anklingen lassen, dass es doch positiv sei, dass Sturm sich im zweiten Durchgang steigern kann. In den letzten Partien generell, das finde ich eigentlich auch, ja, wenn da nicht die Frage sich mir stellen würde, warum hat man es überhaupt nötig, sich im zweiten Durchgang zu steigern, wenn man es in der ersten Halbzeit auch schon auf den Platz bringen könnte. Also ihr wisst, worauf ich da hinaus will, ja, die erste Halbzeit wird dann dahingehend quasi dann ein bisschen verschlafen. Die zweiten Halbzeiten sind größtenteils in Ordnung, das kann ich schon unterschreiben, aber trotzdem, ja, warum kann man nicht von Beginn weg an Gas geben, denn das passiert auch recht oft. Man verpennt nicht immer die erste Halbzeit, aber sagen wir mal so, man braucht schon ziemlich lange, um so wirklich reinzukommen. Da denke ich mir, bei einer Profimannschaft muss das nicht unbedingt sein, dass man so einen langen Anlauf braucht, schon gar nicht eine Mannschaft wie Sturm. Ich will jetzt nicht nur blind kritisieren, aber ganz ehrlich, ja, Lob und Kritik sind eben da nah beieinander und die Frage muss halt erlaubt sein. Warum geht es im ersten Durchgang dann nicht auch vom Tempo her? Könnte natürlich eine Fitnessgeschichte sein. Da fällt der Blick natürlich ein bisschen hinter die Kulissen, woran es da wirklich liegt. Aber ich persönlich würde mir halt da schon wünschen, dass eben auch im ersten Durchgang ein bisschen mehr Aktivität von den Blackies kommt und man da eben dann nicht im zweiten Durchgang ja nochmal 2 Schippen drauflegen muss, damit man das Ergebnis dann noch hinbekommt. Also Sturm könnte das Ganze ja auch entspannter haben. Man hat die Qualität in der Mannschaft, da spreche ich jetzt nicht nur von Despotov natürlich. Also man hat da schon, glaube ich, einige Kicker, die noch nicht am Leistungszenit aktuell angelangt sind. Natürlich kommt noch eine komplette Vorbereitung über die Winterpause dazu. Das ist natürlich auch klar, aber trotzdem, ich denke, ja, bei unseren Jungs ist noch Luft nach oben, Gott sei Dank, muss man natürlich sagen, denn wenn wir uns die Tabelle aktuell anschauen, dann sehen wir, es sind immer noch 6 Punkte auf Wolfsberg. Ja, der erste Gedanke ist natürlich, wollt ihr mich verarschen? Aber natürlich weiß man, der WAC hat auf jeden Fall keine so schlechte Truppe. Die machen ihre Arbeit gut. Ich will sie nicht unnötig loben, aber das ist einfach Fakt aktuell. Man hat es auch in der Europa League zuletzt gesehen, als der WAC in Graz gegen Gladbach auch jetzt keine schwache Leistung, wie ich finde, abgeliefert hat. Und da, ja, da muss ich schon sagen, da frisst mich ein bisschen auch der Neid. Also wenn ich mir dann anschaue, okay, wie die Wolfsberger da den Gegner anrennen, eine deutsche Bundesliga-Mannschaft, und wenn man sich dann wirklich so gewisse Sturmpartien so in den Hinterkopf wieder, aus dem Hinterkopf wieder hervorruft, okay, dann macht man sich Gedanken. Ich sage auch nicht, dass man eine andere Mannschaft kopieren sollte, aber ich würde schon sagen, das hat schon vielleicht auch ein bisschen so mit dem Thema Philosophie zu tun, zumindest Spielidee oder eben mit der Ausführung dahingehend. Ja, also auf jeden Fall, ohne da zu viel rein interpretieren zu wollen, ich würde einfach mal sagen, bei Sturm ist noch Luft nach oben. Das können wir so stehen lassen und auch personell sieht es eigentlich sehr gut aus. Thorsten Röcher, der fehlt vermutlich, aber alle anderen sollten fit sein. Also so ziemlich der ganze Kader steht zur Verfügung. Also genug Qualität auf dem Platz und auch neben dem Platz, zu Beginn zumindest, sind da vorhanden. Also man kann in Tirol 3 Punkte holen. Ich gehe auch einfach mal davon aus, dass man diesen Pflichtsieg, weil was anderes ist es nicht, wenn man die Top 3, wie auch Jörg Siebenhandel ja bei der Pressekonferenz anklingen hat lassen, anvisieren möchte. Ich finde auch, das ist auf jeden Fall eine realistische Zielsetzung. Also Sturm muss ja einen gewissen Anspruch auch irgendwo haben, gerade mit dem nicht ganz ja so schwach besetzten Kader. Also von dem her hoffe ich mal, ja, die Jungs geben Gas, gleich mal von der ersten Minute an anbeißen, anrennen, draufgehen und dann, ja, vielleicht schafft man es ja schon mal mit einer gemütlichen Führung, also mit einer, ja, komfortable Führung, dann auch mal in die Kabine zu gehen, dann müsste man sich im zweiten Durchgang aus schwarz-weißer Sicht vielleicht auch nicht mal immer so extrem stressen.
Also, bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich wie immer in die Kommentare, was ihr zur morgigen Partie sagt in Tirol. Wird es ein böses Erwachen geben oder übertreffen unsere Jungs vielleicht sogar die Erwartungshaltung und fahren sogar einen sehr, sehr souveränen Auswärtssieg ein? Ich bin, wie gesagt, auf eure Meinungen sehr gespannt. Und weil ich das jetzt schon wirklich ein-, zweimal vergessen habe, und es tut mir auch leid, aber ich bin da immer so in meinem Flow drin beim Videomachen, da dürft ihr mir nicht böse sein, natürlich ein ganz, 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 ganz großes Lob an unsere Jugend, an die Sturm-Amateure natürlich. Die haben, glaube ich, heute ihr letztes Spiel noch vor der Brust, bevor es für die Amateure in der Regionalliga Mitte in die Winterpause geht, und die sind immer noch Tabellenführer, sind ja schon Herbstmeister geworden, haben jetzt die Chance noch auf den Winterkönig. Wahnsinnsleistung, sehr, sehr stark, und klar, die Amateure, die Einsatzzeiten der Amateure in der Kampfmannschaft, das ist wieder eine Diskussion, die würde den Rahmen sprengen, die gibt es definitiv bald mal beim nächsten Black Table. Nein, das Ganze ist nicht vergessen worden, bis jetzt hat sich es einfach noch nicht ergeben, dass wir uns das zeitlich so richtig einteilen konnten, aber jetzt in der Winterpause wird es wohl definitiv gelingen, und da könnte ich auf jeden Fall auch schon darauf freuen. So, von dem her war es das dann aber auch schon wirklich von mir. Nochmal Glückwunsch an die Amateure, ihr macht einen super Job, Burschen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal dann hier bei The Lands TV. In diesem Sinne natürlich, euer Elias, auf die schwarzen Gamer-Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.